Jawoll, ist das eine coole Socke. Einfach stehen bleiben. Wie sich das gehört. Und jetzt hier einmal rüber übers Schlachtfeld. Und was kommt da? Ein Draugre. Der Besucher. Gegen den will ich schon lange kämpfen. Verschwinde, Geist. Ich lass mir doch einen Zweikampf mit Vandergrift nicht entgehen. Er wird dich wieder töten. Selkirk fürchtet den Tod nicht. Wenn du stirbst, werden auch deine Soldaten immer wieder sterben, bis in alle Ewigkeit. Geh, es ist keine Aufgabe für einen Ritter, sondern für einen Hexer. Ich tue das nur für meine Leute. Ja, das wissen wir doch. Los geht's! Ach, das ist hier dieser Thundergriff, oder was? Hey. Na komm. Der hat so eine coole Rüstung an. Hier, nimm den. Das ist der Typ. Du hast mich enttäuscht. Wer bist du? Dein Albtraum. Ich habe mich schon gewundert, warum das auf einmal die Miniaturausgabe ist. Oha, jetzt müssen wir erstmal wieder rausfinden, wie das hier funktioniert. Aha! Oh wei. Wo, wie, was, wie, ah! Uah. Wo kann ich den irgendwie gegenlenken? Was kann ich hier tun? Wo muss ich hin? Tribute! Tribas? Ah, Tribuchets. Boah, was geht denn hier ab, ey? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und was das da sein soll? Aua! Komm auf die Brücke. Boah, ich habe keine Ahnung. Moment mal. Okay, das geht nicht. Das war das falsche Zeichen. Vielleicht geht's. Nein, es geht nicht. Ich muss irgendwie dem sein Schild loswerden. Oh fuck. Oh fuck. Oh, lauf. Oh 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 oh. Wow, 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 wow. Wow. Ich versuche den erstmal mit dem Art so ein bisschen. Ach komm. Auf Distanz zu halten. Aber das will nicht so ganz funktionieren. Na komm. Ah, wir haben es gleich. Zumindest ein Schild dann erstmal.
Aber wir sind gleich auch Schrott. Scheiße, 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 scheiße. Ach komm. Ich habe keine Ahnung, wie genau wir... Ach, Kacke. Back here! Wie genau wir den aufhalten können. Vielleicht hier reinjagen? Anscheinend nicht. Vielleicht doch. Oh nein. Wow. Ja, wie er alles schrottet. Vielleicht hätten wir irgendwie die Umgebung hier nutzen müssen. Oder vielleicht müssen wir die Umgebung nutzen. Oh, scheiße. Ach, komm. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie zu ihm. Ich mache dem gar keinen Schaden. Das ist unglaublich. Hier, brennen. Das ist ja nicht mal brennen, das ist ja mehr so anzündeln. Aber ich finde hier auch nichts, womit ich denn irgendwie mal auf... Ach du Kacke. Hier irgendwie mal hinterstellen. Irgendwie das Gefühl, ich stehe hier nicht sicher. Ja, ich glaube, ich hatte recht. Hier ist ein Turm. Ich suche immer noch vergebens nach irgendwas, was wir uns zu Nutze machen können. Oh scheiße, Falle. Bogenschützen! Moment, da kann ich doch jetzt hier rein. Oh scheiße. Kann er durch die Wand hauen oder was? Gemeiner Fiesling. Mach doch nicht alles kaputt! Was ist das hier? Kann ich das irgendwie benutzen? Anscheinend nicht. Tribute! Oh ja, genau in ihn rein. Ja, komm. Der verliert langsam Leben, aber ich weiß nicht wodurch. Wir sind gleich sowieso tot. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, was ich gegen ihn machen kann. Und jetzt bin ich sowieso gestorben. Ich weiß nicht, was ich gegen ihn machen kann. Ich habe jetzt sein Schild runtergekriegt und zur Hälfte... Die leben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Uah. Ja, genau. Bogenschützen! Das geht hier nicht, okay. Ich kann ja mal... mit ein paar Wurfmessern arbeiten. Bogenschützen! Stellen wir uns einfach mal hier unter. Bogenschützen! Hier ist doch so ein Ding.
So. Also das... Ach, die Kacke. Wird auf jeden Fall die Möglichkeit sein, wie wir ihn besiegen können. Erstmal auf Distanz halten. Das hat wohl nicht gereicht. Ich finde das doof, wenn man am Boden liegt, dann tritt man nicht noch nach. Hat dir das deine Mutter nicht beigebracht? Bogenschützen! Ja, ich stehe hier gerade sehr ungünstig. Ah, und da kommt er schon wieder angerannt. Okay. Bogenschützen! In der Hoffnung, dass mich hier niemand trifft. Das scheint's zu sein. So müssen wir es machen. Scheiße. Na, hier scheinen wir ganz sicher zu sein. Das ist es. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Scheiße. Stopp! Wow. Wow. Von hinten kommen die nicht, oder? Sehr gut. Wir haben ihn zumindest schon mal auf der Hälfte und es sieht diesmal viel besser aus. Solange nichts von hinten kommt, sind wir hier sicher. Scheiße. Ich bin zu weit. Komm schon! Und jetzt klingelt das Telefon. Mega ungünstig. Fickt euch, ich gehe nicht ran. Vielleicht schalte ich mich auch einfach jetzt stumm. So. Finsteren Abgrund. Ja, wie nett. Was kann ich denn? Ich kann nichts. Was ist das?
Ach, hier sind wir, okay. Ich verstehe. So, wir müssen jetzt hier weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Ich hatte mich gerade eben stumm geschaltet, deswegen kam von mir nichts mehr, weil hier das Telefon ging. Und damit ihr nicht die ganze Zeit dieses Klingeln im Hintergrund habt. Stellt das Feuer ein! Unsere Leute sterben! Ein Massaker! Rettet uns, Herr! Sabrina, ist das dein Werk? Lass zum Angriff blasen, Majestät! Eddins Armee löst sich auf! Nicht nur die! Sieh dir diese panischen Horden an! Heute Morgen waren sie noch die Blüte meiner Ritterschaft! Wenn sie Verstärkung bekommen, schaffen sie's! Wer hat dir zu zaubern gestattet? Herr, wenn ihr jetzt losschlagt, ist Ober-Eddian euer! Du besudelst meine Ehre! Du schlachtest meine Ritter! Majestät, die Schlacht war verloren! Du wagst es, mich vor dem Avent zu entwürdigen. Seine Streitkräfte haben bis zum Schluss gekämpft. Und so ziemt es sich auch für ehrenhafte Männer. Du bist des Todes auf dem Scheiterhaufen, Sabrina Glewisig. Ich werde zurückkehren und mein Geburtsrecht einfordern. Juli 1270. Der Angrenwald. Kein Kraftprotz oder Riese dieser Erde wird je den Hieb eines Schleimlingsschwanzes abwehren können. Leto hat es auch nicht geschafft, aber immerhin hat er überlebt. Ich helfe ihm. Hexer sollten sich auf ihrem Weg gegenseitig unterstützen. Er hat zwei Gefährten, Hexerbrüder aus der Schlangenschule. Die wilde Jagd rast nach Süden. Leto aus Guletar weiß wohin. Er kennt den Endpunkt der Jagd. Endlich bist du wach. Bin ich tot oder halluziniere ich? In der Anderswelt würdest du mich kaum vorfinden. Ich weiß nicht, wie ich zu dir gekommen bin. Weil du nicht zu mir gekommen bist. Vergiss nicht, Zauberinnen haben ihre eigenen Möglichkeiten. Auf jeden Fall danke ich dir für deine Hilfe. Du bist zu wertvoll, als dass man zulassen könnte, dass du stirbst. Du hast das Unmögliche vollbracht. Ich kenne niemand anderen, der es geschafft hätte, mit einem so mächtigen Fluch fertig zu werden. Ich kann's kaum erwarten, die Leute in den Dörfern von meinen Heldentaten erzählen zu hören. Und jetzt erzähl mir, was geschehen ist. Ich habe gesehen, wie Henselt Sabrina verurteilte. Ich habe den Draug getötet. Du musst ihn getötet haben, da der Fluch verschwunden ist. Ich habe Fandergrift gesehen. Ich habe den Regen der Feuerkugeln gesehen. Und den Tod ringsumher. Überall. Henselt ist ein Verbrecher. Er hat die Situation ausgenutzt und mit Sabrina abgerechnet. Er hasste sie. Darum unterstützt du Eddian? Aus Rache? Hier geht es nicht um Rache, sondern um eine bessere Welt. Ohne Leute wie Henselt. Das ist eine Utopie. Es schärft den Verstand, durch eine solche Konzentration von Kraft zu gehen. Cedric hatte recht. Die Kraft der Geisterschlacht bringt das Gedächtnis in Schwung. Woran erinnerst du dich? Leto, Voltests Mörder. Ich habe ihm einst das Leben gerettet und er hat mir geholfen, die wilde Jagd einzuholen. Ich weiß aber nicht, ob wir Yennefer retten konnten. Hast du mehr über die wilde Jagd erfahren? Als ich den König der Jagd tötete, da vernichtete ich einen Geist. Und er starb auch wie ein Geist. Aber in meinen Erinnerungen kämpfe ich mit den Reitern der Jagd und aus deren Wunden fließt Blut. Sie spüren Schmerzen. Das kann nur heißen, dass du noch nicht alles weißt. Das wird sich zeigen. Du hast den Fluch aufgehoben, aber uns bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Henselts Armee wird jeden Moment losschlagen.
Wie geht es Saskia? Sie ist wieder gesund und kann es kaum erwarten, mit Hänselt abzurechnen. Sie wird Vergens Verteidigung selbst anführen. Da ist sie ganz in ihrem Element. Wie kann es ihr Element sein, wenn sie noch nie eine Belagerung erlebt hat? Du unterschätzt sie. Und vergiss nicht, sie hat einen berühmten Hexer als Beistand. Und mich. Als ich den Fluch brach, habe ich wohl Hänselt geholfen und Eddern in Gefahr gebracht. Aber mir blieb keine Wahl. Manchmal muss man ein Bein amputieren, um den Organismus zu retten. Es ist an der Zeit, dass dieser Krieg entschieden wird. Allerdings. Soltan und Japen stellen die Truppen auf. Sie warten auf dich.